Bei rund 1.400 Neckermann-Mitarbeiter in Hessen ihren Job verloren haben, blieb der sonst übliche Rückgang der Erwerbslosenzahl im Oktober aus. Die Zahl der Jobsuchenden stieg im Vergleich zum September um 0,1% auf rund 173.000, wie der Chef der hessischen Regionaldirektion der Agentur für Arbeit, Frank Martin, heute in Frankfurt mitteilte. Neckermann ist vor einigen Wochen in die Insolvenz gegangen und letztlich wurden die Leute jetzt freigestellt. Das heißt konkret, alle Personen haben sich arbeitslos gemeldet. Die Leute tauchen jetzt zum Stichtag Mitte Oktober erstmalig in der Statistik auf. Das heißt, wir haben etwa 1.500 Personen mehr in der hessischen Arbeitslosigkeit, als wir gehabt hätten, wenn Neckermann nicht insolvent gegangen wäre. Die Arbeitslosenquote in Hessen liegt nun bei 5,5% und damit um 0,1 Prozentpunkt höher als noch vor einem Jahr. Das seien exakt 103 Arbeitslose mehr als im Vormonat. Gleichzeitig ging die Zahl der Arbeitslosen bundesweit aber leicht zurück. Mit einer derart schlechten Entwicklung hatte die Hessische Agentur für Arbeit jedenfalls nicht gerechnet. Das ist erstmal noch nicht auffällig. Wenn man aber die Erwartungshaltung, die wir hatten, dagegen stellt, ist es doch wiederum auffällig. Wir sind davon ausgegangen, dass die Arbeitslosigkeit um 3.000 bis 4.000 Personen sinkt im Oktober. Laut Regionalchef Frank Martin auch eine Folge der allgemein schwächelnden Konjunktur. Weiteres Problem, die Situation der Leiharbeiter. In dieser Branche ging die Zahl der Beschäftigten besonders deutlich zurück, und zwar um fast 10%. Und dann gibt es in einer Metropolregion wie dem Rhein-Main-Gebiet natürlich auch noch große regionale Unterschiede. Wir haben einen Effekt, dass von den etwa 1.700 Personen, die bei Neckermann freigesetzt wurden, fast 1.500 in Frankfurt sind und lediglich ein kleiner Teil in Sachsen-Anhalt-Thüringen. Das heißt, das Rhein-Main-Gebiet ist hier natürlich stark betroffen. Wir haben aber gleichzeitig auch im Rhein-Main-Gebiet nicht die Arbeitslosigkeit, sondern starke Schwankungen zwischen verschiedenen Regionen. Der Rheingau-Taunus-Kreis und der Hochtaunus-Kreis zum Beispiel haben eine Arbeitslosenquote von 3,9%. Wohingegen auf der anderen Seite die Stadt Offenbach über 10% Arbeitslosenquote im Moment noch auszuweisen hat. Jetzt gilt es aber erst einmal, den Winter einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Traditionell steigt die Zahl der Arbeitslosen nämlich gerade in den Monaten November, Dezember und Januar noch weiter an, weil dann auf vielen Baustellen vorübergehend die Arbeit ruht.